Adi, Schatz. Alles Gute. Molly ist auch da, aber wir wollen jetzt wissen die neuen. Da ist die neuen versteckt. Wir haben die Adi 9 in diesem Tütchen. Wenn Molly auch da ist, vielleicht können wir es ja aufteilen. Probier mal. Adi frisst. Adi frisst. Adi frisst. Leg dir mal was dahin und pass mal auf. Molly! Molly, guck mal! Molly! 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 Ja, Molly! Oh, weiß. Bura Brew. Was ist das denn? So, willkommen zu einer neuen Folge auf Webkanal Rams. Ist der dicke Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea. Wir haben aber erstmal das Türchen von Pupsi heute. Ihr wieder ein Sprüchlein gehabt. Da steht: Was duftet ihr so fein? Es können nur Kaminkekse sein. Was sind Kaminkekse? Ich habe keine Ahnung. Karls weiß, was Kaminkekse sind. Die sind nämlich hier drin. Und ich mache das jetzt mal auf und guck die mir mal an. Die sind dann einfach so rot mit so braun drin. Ja, das kann Pupsi dann essen. Für mich ist das ja alles nix. Ich bin ja nicht so der süße Typ. Also legen wir es hin und gucken uns das heutige Bier an. In dieser Flasche mit einem super genialen Kronkorken, der weiß ist und sehr edel aussieht. Plus einem super genialen Etikett, was gelb-weiß angehaucht ist. Sieht auf jeden Fall sehr frisch, sehr jugendlich, sehr spritzig, sehr prickelnd aus. Das finde ich cool. Das ganze Ding ist ein Bura Brew Optimist Golding Ale. Ein Golding Ale von Bura Brew. Was ich jetzt schon sehe, ist die Farbe, beziehungsweise dass es mega trüb ist, aber es geht ja erstmal ums Etikett. Wo genau kommt das jetzt her? Ich versuche mal kurz was rauszukriegen. So, wie ich sehe, kriege ich nichts raus. In Poretsch Harvatska. Wenn ihr Poretsch Harvatska kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist alles verschnörgelt, das sind überall Häkchen und Semikolons drüber und irgendwelche Gänsefüße und so Zeug. Deswegen guckt mal lieber nicht. Das ist auf jeden Fall was, was man nicht kennt. Irgendwas Besonderes. Ich würde für das Etikett 4 von 5 Punkte geben, weil mir einfach die Farbe gefällt, weil das einfach schön aussieht. Ich finde das gut, mir gefällt das auf jeden Fall. Wir machen es mal auf. Wir müssen heute ein bisschen komisch dastehen, weil vor mir ist plötzlich ein Tisch, der sonst nicht da war. Ich habe jetzt immerzu genau die Kante vom Tisch in den Oberschenkeln kleben. Das ist ein bisschen unangenehm. Jetzt füllen wir es mal hier ein. Genau so, dass wir hier das Etikett haben. Nichts auf den Tisch. Siehst du, wenn kein Tisch da wäre, dann würde der auch nicht vollgetropft werden können. Jetzt ist der Tisch da. Jetzt kann der vollgetropft werden können. Wir füllen aber hier ein und merken schon, dass wir keine Schaumkrone kriegen. Dafür aber alles beim ersten Mal ins Glas passt. Und wir jetzt schon eine schlechte Note für die Farbe. Jetzt ist so einfach ein riesen Klumpen runtergefallen. Und hier unten rein. Guck mal kurz hier. Seht ihr das? Hier ist immer so kleine, ja, so kleine Hasenpüpse drin rumfliegen. Es ist auf jeden Fall nicht klar, ihr könnt nicht durchgucken. Das mag ich ja eigentlich absolut gar nicht bei Bier, bei der Farbe von Bier. Es ist relativ hell, es ist aber auch relativ trüb. Das ist was, was mich nicht so anspricht. Von mir kriegt das jetzt nur einen Punkt für die Farbe. Kommen wir mal zum Geruch. Es riecht irgendwie süßlich, aber gleichzeitig auch irgendwie wie Karamell. Karamellmuffig, obwohl Karamell auch süß ist, also eine süße Karamellmuffnote. Vanillemuffin schlägt zu. Ja, finde ich jetzt nicht so sonderlich berauschend. Also wenn ich das rieche, bin ich eher abgeneigt und hätte jetzt nicht den absoluten Bierdurst. Das kommt dazu. Kriegt bei mir bei Geruch
Zwei Punkte, 2 von 5 Punkten, weil mir das kein Bierdurst macht. Kommen wir aber zum Geschmack. Schade um das schöne Etikett. Ja, man merkt also, es ist ein Pale. Kein Pale Ale, kein IPA. Es ist ein Golding Ale. Es schmeckt wieder total seifig. Das ist richtig wieder, da zieht sich wieder alles zusammen. Es ist richtig bitter. Es ist herb. Es ist alles. Es ist die hohe Kunst des Bierbrauens vereint in diesem Glas. Ist wieder mal absolut gar nichts für mich. Ich muss aber noch einen Schluck nehmen. Du musst dich durch jeden Schluck durchkämpfen, das ist nichts Gutes. Das heißt, es kriegt von mir einen Punkt. Wir könnten auch 0 Punkte geben, aber wir sind großzügig. Wir geben immerhin noch einen Punkt und dann muss das reichen. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Grüße an Miku. Und da habe ich gesehen, der Miku hat angefangen, die Punkte immer im Kommentarbereich anzugeben und zusammenzuzählen. Und wenn ich das sehe, pinne ich das immer an, damit ihr eine Übersicht habt, welches Bier am besten abschneidet und welches wie wo abgepunktet hat. Wäre ich nicht so faul, hätte ich ja hier so eine Skala einblenden können. Immer wenn ich sage, 3 für Geschmack, dann geht's bing und da steht 3 von 5 Geschmack. Und das alles untereinander, dass man genau im Video die Bewertung sieht. Aber ich habe immer keine Zeit, es muss alles zack, zack gehen, deswegen mache ich immer nur so. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da unten stapft ein Mann durch den Schnee. Vielleicht ist es auch eine Frau. Drehen Sie mal wieder um, müssen den Rest noch austrinken. Oh. Und guckt. Unser brauner Freund ist übrig geblieben. Wenn man jetzt hier ins Glas schaut, sieht man hier unten diesen braunen Brocken, der vorhin runtergeflogen ist, der sich jetzt hier abgesetzt hat. Genial.